Ich erlebe so ungewöhnliche Momente. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einen ehemaligen Nachbarn von mir getroffen. Ja, den habe ich schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen. Älterer Mann, ich sehe ihn so von Weitem, gehe auf ihn zu und sage: Mensch, Herr Schreiber, das ist ja toll, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Und es war mir in dem Moment gar nicht klar, was ich da sage. Aber er hat super reagiert, er hat mich angeguckt und hat gesagt: Stimmt, Herr Fischer, ich kann mich gar nicht mehr an Ihren Namen erinnern. Das ist toll. Neulich kam nach der Vorstellung ein Mann mit den wunderbaren Worten auf mich zu: Herr Fischer, kann es sein, dass ich Sie neulich im Radio gesehen habe? Habe ich gesagt: Nein, ich glaube nicht. Im Radio bin ich eher selten zu sehen. Im Fernsehen bin ich ab und zu hören, aber Radio eher selten. Ich meine, wir sind ja unter uns. Ich kann es Ihnen ja mal sagen, die schönsten Gespräche finden immer nach der Show statt. Wenn Leute auf einen zukommen und sagen: Herr Fischer, ganz toll. Sagen Sie, machen Sie das hauptberuflich? Da sage ich immer: Nein. Hauptberuflich stelle ich blöde Fragen. Wir sind quasi Arbeitskollegen. Was soll denn bitte diese Frage? Das wirst du so oft gefragt, das mache ich doch in anderen Berufen auch nicht, oder? Das Essen war ganz hervorragend. Sagen Sie, was macht der Koch denn hauptberuflich?